Heute zeige ich euch nochmal Eindrücke von Koh Samui und im Laufe des Videos natürlich auch mein Fazit zu Koh Samui, weil diese Informationen wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, was ich jetzt von Koh Samui halte oder mein Gesamteindruck, mein gesamtes Bild eben zu Koh Samui. Also es wird spannend, bleibt auf jeden Fall dran. So, jetzt schauen wir uns mal den Crystal Beach an. Soll sehr schön sein und davon überzeugen wir uns jetzt selber. Und parken hier ist nicht gerade günstig. 70 Baht für ein Auto und 20 Baht für ein Motorrad, wer das machen möchte. So, jetzt sind wir unten am Strand angekommen. Ja, ist ja schon mal ein recht schöner Ausblick hier. Oh wow, hier mit riesigen Felsen hier auf der Seite. Oh, schön gemacht. Aber das Wasser ist leider auch wieder weg, ne? Es ebbe gerade. Aber trotzdem, sieht schon mal nicht schlecht aus hier. Schönes Ding. Aber hier auf der anderen Seite noch um die Berge ein bisschen. Kleinere Berge. So, jetzt hier rechts vom Eingang aus gesehen, gibt es hier, ja, wie nennt man das, eine, ja, so eine Plattform zwischen den Felsen, wo man hier nochmal lang gehen kann und dann nochmal hier den Strand in seiner kompletten Größe eben sieht, ne? Oder in seiner kompletten Länge, ne? Mit den Bergen da im Hintergrund. Das sieht schon schön aus hier. So, der Ausblick von hier ist wirklich sehr schön, wunderbar. Also hier kann man sich bestimmt auch etwas länger aufhalten, die Sonne genießen, die Ruhe genießen und eben auch das Meer genießen. Also ist wirklich schön gemacht, ne? Vor allem die ganzen Palmen dazwischen. Oh, hier nochmal ein bisschen andere Perspektive. Gut gemacht. Auf jeden Fall schön gemacht. So, ich habe jetzt hier bei meiner Rundreise Lea Jam Bacha gefunden. Das ist ein deutscher Meisterbetrieb hier, der Wurst herstellt. Also der Volker hier, dem das gehört, der ist Schlachtermeister. Und das Interessante hier an dieser ganzen Sache ist, wer hier wirklich längere Zeit ist oder vielleicht auf Koh Samui lebt, die werden es wissen. Aber hier gibt es jeden Samstag frische Mettbrötchen. Und wie man hier in der Vitrine sehen kann, natürlich auch viele andere selbstgemachte Sachen, die der Volker hier eben selber herstellt. Vom Würstchen, Salami und so weiter, Bratwurst und hier natürlich auch erstklassige Brötchen. So, und das ist der Chef hier von dem Geschäft hier. Und hier kriegt ihr erstklassige Ware. Auf jeden Fall einen Besuch wert. So, als nächstes sind wir jetzt mal zu dem Grandfather and Grandmother Felsen gefahren. Die sind so 2 Kilometer vom Lamai Beach entfernt und ist hier auf Koh Samui eine wirkliche Attraktion, die auch wirklich sehr stark besucht ist. Eine Attraktion ist das deshalb, weil bei dem Grandfather Felsen, ja, ein Felsen, ja, so relativ steil nach oben ragt und deswegen wird er eben Grandfather oder Großvater Felsen genannt. So, auf Thailändisch sind das dann Hin Ta und Hin Yai. Und es gibt natürlich auch eine Geschichte dazu, warum diese Felsen eben so heißen. Als das Paar eines Morgens über die Volljährigkeit ihres Sohnes sprach, beschlossen sie, dass sie ihn verheiraten müssen. Sie suchten überall nach einer geeigneten Frau, aber leider haben sie keine geeignete Bewerberin darüber gefunden. Das ältere Ehepaar kannte also jemanden in einer anderen Provinz, der eine wunderschöne Tochter hatte und fuhren dorthin. Die Reise dauerte mehrere Tage und war voller Gefahren. Sie beschlossen also, eine Fahrt in einem kleinen Holzboot zu unternehmen. Ja, und schon zu Beginn der Reise gerieten sie in Schwierigkeiten und das kleine Boot war auch von vielen Haien umzingelt. Und als das noch nicht genug wäre, frischte der Wind auf und die See begann sehr unruhig zu werden. Das kleine Boot von den beiden älteren Herrschaften wurde wie ein Spielzeug hin und her geworfen auf der offenen See und dabei wurden sie schrecklich seekrank. Nahrung und Wasser fielen dabei wohl über Bord und keiner von den beiden konnte schwimmen. Was konnten sie jetzt also tun, da sie auf dem Meer ja völlig verloren waren und sogar wohl das Ruder, was das kleine Boot steuerte, auch mit über Bord ging. Der Sturm und die See wurden so heftig, dass die beiden aus dem Boot rausgeschleudert wurden ins Meer. Da beide nicht schwimmen konnten, war ihr Schicksal dadurch natürlich besiegelt und beide wurden dabei an Land gespült und verwandelten sich augenblicklich in Felsen am Strand.
Ja, und diese beiden Felsen besuchen wir ja jetzt. Das ist eben Großmutter und Großvater oder Grandmother in Grandfather Felsen. So, die Rider Show hier, Motorrad Show heute oder Motorrad Ausstellung oder Festival. Nochmal gucken. So, hier gibt es natürlich auch einiges zu gucken. Ne? Hier sind noch ein paar richtig große Motorräder ausgestellt über den ganzen Platz. Das machen die hier als Show, bevor eben dieses Music Festival hier losgeht. Also es wird am Abend hier noch reichlich Musik gespielt. Ne? Hier noch ein paar Harley Davidson kann man hier sehen, aufgemotzt oder ja, richtig gut gestylte Kisten. Oder hier dieser Hot Rod hier. Also den finde ich ja sehr schön. Eine super Farbe und vor allen Dingen auch diese indirekte Beleuchtung da drauf. Also das hat schon was, das Ding. Ne? Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. So, das hier ist das Logo von dieser Veranstaltung heute. Und wie man sehen kann, sind schon etliche Leute hier. Welcome Riders steht ganz groß oben drüber. Und was mich aber hier gewundert hat, ist, dass hier am Anfang, hier vorne am Eingang, die Militärpolizei steht. So, die kann man hier jetzt nochmal sehen. Hier links ist einer. So, hier auch noch ein paar richtig aufgemotzte Motorräder. Ich weiß gar nicht, die Firma Harley Davidson wahrscheinlich. Speedboote und Jetskis hier. Also alles, was hier schnell ist oder großen Motor hat, ist hier heute vertreten. Oder auch dieser Pickup, auch schön aufgemotzt vom SWAT-Team. Sieht natürlich auch klasse aus. Aber hier, dieses Ding hier, das sieht ja richtig klasse aus. So, das ist also so ein Trike, was selbst zusammengeschweißt wurde. Also der Besitzer oder der Fahrer hat das Ding wirklich in Eigenregie selber zusammengeschweißt. Und hat sich hier seinen Straßentraum erfüllt sozusagen. Und wie man hier hinten sehen kann, es hat ein Nummernschild. Das heißt also, dieses Fahrzeug ist hier in Thailand sogar für die Straße zugelassen. Ja, laute Musik darf natürlich auch nicht fehlen. Hier nochmal so ein paar Beispiele, was alles möglich ist vom Audio-Sound her in einem Auto. Ja, also die Jungs haben sich hier richtig viel Mühe gegeben und Arbeit geleistet und natürlich wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld reingesteckt in diese Fahrzeuge. Sieht natürlich schon nach was aus. Nach der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ne? Selbst der Motorraum ist voll beleuchtet mit LEDs und Blinklicht. Und auch Innenseite der Motorhaube haben sie sogar neu lackiert. Also die haben richtig Spaß daran. Also das scheint hier ein großes Hobby zu sein von diesen Jungs, die diese Autos hier zusammenbauen. Hier sieht man auch nochmal ein Pickup mit reichlich Boxen drin, lauter Musik. So, hier können wir das Trike nochmal in Action sehen. Das heißt im fahrenden Zustand. So, jetzt guckt euch mal hier diesen Lenker an. Also irgendwie sicher fahren damit oder um die Kurve fahren ist mit dem Ding wohl absolut ausgeschlossen. Aber wie gesagt, ist halt zugelassen. Hat eine Straßenzulassung, ist angemeldet hier in Thailand auf der Straße. Alles bestens. So, und dieser Herr hier, der ist eben gerade angekommen, den habe ich eben gerade gefunden. Und der hat natürlich auch einen kompletten Umbau hier vorgenommen, alles was mit Musik oder Boxen betrifft, Beleuchtung, selbst Untergrundbeleuchtung hat er hier dran. Und sogar das Fahrwerk ist höhenverstellbar. So, das zeigt uns jetzt mal so, hier sind zu sehen, rauf, runter. Also das Auto hat auch mit Sicherheit eine Menge Geld gekostet für nach diesem Umbau hier. So, wir sind jetzt heute hier beim PB Bratwurst Hub und zwar ist das ein deutsches Restaurant, wo es wirklich sehr, sehr gutes Essen gibt und ich zeige euch das jetzt mal. Das ist hier und zwar hier auf Koh Samui und zwar in der Nähe vom Central Festival. Ich verlinke euch das natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Also ein wirklich sehr geschmackvoll eingerichtetes Restaurant, sieht sehr gemütlich aus hier und das Essen ist wirklich wunderbar. Also man kriegt hier alles Mögliche, also von einem hervorragenden Jägerschnitzel bis hin zur Bratwurst, Linsensuppe, wirklich gute Salate. Und das ist auf jeden Fall ein Besuch wert, der hier auf Koh Samui zu Besuch ist. Geöffnet ist das immer von sonntags bis donnerstags und zwar von 10.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Samstags und sonntags ist geschlossen. Ja, vielen Dank.
Wow, mit Salat. Richtig gut. Okay. Yes. Ja. Wow, okay. Der Betreiber hier heißt Bodo. Das ist der Mann hier hinter der Theke. Dass ihr den auch schon mal gesehen habt, genau, wenn ihr hier zu Besuch kommt. Und natürlich auch hier gibt es Sachen zum Mitnehmen. Bratwurst, Leberwurst, also was das Herz begehrt. Also auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn ihr hier auf Koh Samui seid. Also bei PB Bratwurst hat, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Das Essen ist super lecker. Ja, alles in allem kann man eigentlich sagen, Koh Samui ist wirklich eine schöne Insel. Auch die Inseln, die um Koh Samui herum sind, die man eben auch besuchen kann. Eine wunderschöne Landschaft, das hat fast Postkartenformat, was man da alles zu sehen bekommt. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Koh Samui wirklich eine reine Touristeninsel ist. Und das gefällt mir eigentlich eher weniger. Dadurch, dass auf Koh Samui so viel Tourismus ist, bekommt man da natürlich auch sämtliche Waren oder auch Essen, was es eben in Europa oder Deutschland, Schweiz, Österreich eben auch gibt. Also man kann dort eben ja Spaghetti Bolognese essen, man kann dort einen Döner essen, man kann dort Pizza bekommen. Es gibt ein Steakhouse, was ja jetzt so der amerikanische Stil vor allen Dingen ist. Und für thailändisches Essen muss man also schon wirklich außerhalb der Touristenzentren fahren, was jetzt zum Beispiel Lamai oder Chavenga Beach ist. Ansonsten ist es dort schwierig, wirklich thailändisches Essen zu finden. Und meiner Meinung nach sind auch die Preise viel, viel zu hoch für Thailand. Also ich bin ja hier aus der Nähe von Chiang Mai. Chiang Mai ist auch eine Großstadt, das ist sogar die Hauptstadt hier vom Norden. Und die Preise auf Koh Samui mit vergleichbaren Waren, die es hier natürlich auch gibt, die Preise auf Koh Samui sind ungefähr dreimal höher als hier. Und daran sieht man schon, dass wirklich den Touristen hier das Geld aus der Tasche gezogen wird, was ich eigentlich nicht in Ordnung finde. Also eine Taxifahrt 9 Kilometer vom Lamai Beach zum Flughafen, das musste ich ja nutzen, wo ich angekommen und auch wieder abgereist bin von Koh Samui. Für diese 9 Kilometer muss man in Koh Samui zwischen 600 und 700 Baht fürs Taxi bezahlen, im Vergleich zu Chiang Mai, wo ich hier über 10 Kilometer quer durch die Stadt fahre, um zum Flughafen zu kommen mit einem Taxi. Da liegen wir hier ungefähr zwischen 150 und 200 Baht. Auch die ganzen touristischen Gebiete, was jetzt wirklich die Strände betrifft oder was jetzt in Strandnähe ist, also das ganze Gebiet ja, von der Küste her, von oben vom Flughafen her oder vom Norden her, bis runter in den Süden, was ja eben hier ja Chavenga Beach, Lamai und so weiter betrifft, ist wirklich ein reines Touristengebiet. Und das hat für mich mit Thailand hier überhaupt nichts zu tun. Aber okay, wer es eben mag, der kann das natürlich hier gerne tun. Das ist überhaupt kein Problem. Aber man muss sich auch bewusst sein, wenn man Urlaub macht hier in Koh Samui oder auf Koh Samui, ja, dann hat das mit Thailand hier nicht wirklich was zu tun. Wer eben ja, das einheimische Essen liebt, was er zu Hause eben auch hat, dann ist er hier natürlich genau richtig. Aber wie gesagt, mit Thailand oder thailändischem Essen hat das hier meiner Meinung nach überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, aber nichtsdestotrotz, wer natürlich hier gerne Urlaub machen möchte wegen der schönen Landschaft, das muss man natürlich sagen, das ist natürlich wirklich sehr gut, der kann das natürlich tun. Aber da darf man natürlich nicht erwarten, dass man hier wirklich das eigentliche Thailand kennenlernt auf Koh Samui. Damit sind wir schon am Ende von dem heutigen Video mit dem Fazit von mir über Koh Samui. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und natürlich schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das hier seht auf Koh Samui. Wart ihr schon auf Koh Samui? Habt ihr schon mal Urlaub gemacht? Wohnt ihr vielleicht sogar hier in Koh Samui? Dann würde mich das freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. So, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao. We'll be right back.